Was ist das für eine Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen? Es ist schlimm. Aber Gott sei Dank gibt es Menschen, die sagen, die Kinder, die heutzutage da draußen rumlaufen, die haben es auch nicht besser verdient. Fragen Sie Sebastian Puffpaff. Sehr nett, sehr freundlich. Oh, danke, danke. Wobei, besser verdient. Wissen Sie, ist das nicht schön an dieser Weihnachtszeit, wenn Sie in diese glücklichen Kinderaugen gucken? Oder macht das nicht Spaß? Auf den Wir schimpfen immer über Weihnachten, aber Kind, das ist doch schön. Und mal Hand hoch, wer hat ein Kind? Machen Sie mal Hand hoch. Gucken Sie sich das an. Ist das nicht schön, diese glänzenden Augen des Kindes? Herrlich, ne? Herrlich. Gucke ich auch gerne an, die glücklichen Kinder. Das ist schön, das ist schön. Einzig Blöde ist, man sagt ja immer so, die aktuelle Generation von Kindern ist ja immer noch ein bisschen döver als die davor, ne? Sagt man ja so. Also es kommt nicht von mir. Sagt man so. Nur, wenn ich die jetzt im Moment da draußen angucke, Donnerwetter. Also, da habe ich das Gefühl, die haben Sprung gemacht, oder? Mal, also, wenn die so weitermachen, sind die kurz vom Wimperntierchen. Das ist ja Wahnsinn, wie doof die sind, oder? Saudoof sind die, ne? Saudoof. Wirklich saudoof. Also, nicht alle. Verstehen Sie mich da nicht falsch. Nicht alle. Alle. Also, aber wirklich viele der meisten, finden Sie nicht? Also, saudoof sind die. Und gefährlich sind die auch, ne? Saugefährlich sind die, ja. Die wissen ganz genau, du, ich bin erst 12 Jahre alt, nicht vollstrafig und zack, treten die zu, ne? So sind die drauf. Ne? Ich sage Ihnen eins, wenn eine Gruppe Sechsjährige auf mich zukommt, ich wechsle die Straßenseite. Ist mir zu heiß. Na wirklich, das ist mir, Sie wissen doch nicht, wie die reagieren. Ist wirklich. Ich hab da Puls dann. Wirklich, wenn ich an einem Kindergarten vorbeifahre, immer Knöpfchen runter. Das sind doch tickende Zeitbomben da drin, mein Gott. Ja, häusliche Gewalt geht schon lange nicht mehr von den Eltern aus. Schon lange nicht mehr. Früher war nicht alles schlecht. Und die jungen Mädchen, oder? Wie die jungen Mädchen rumlaufen? Wie die rumlaufen? Saugeil sind die doch alle, oder? Saugeil sind die, saugeil. Sag mal, wer hat eigentlich beschlossen, komm, die Schuluniform, die kaufen wir jetzt bei Beate Use. Wer war das? Wer war das? Hä? Welche Mutti sitzt zu Hause und sagt, Mensch, Chantal, hier in dem Pornopumps und dem Stringtanga, da siehst du richtig verantwortungsvoll aus, wa? Viel Spaß bei Mathe, Küsschen links, Küsschen rechts, noch ein bisschen mit Zunge. Alles klar, bis heute Nachmittag. Wer macht das? Wenn ich bei H&M stehe, frage ich mich, ist das hier ein Kaufhaus oder ein Laufhaus? Ganz ehrlich, wen soll ich hier bezahlen? Vor allem, was kriege ich dafür? Ich sage Ihnen eins, so manche Straßenstrichnote geht auch unter, wenn eine 10. Klasse vorbeigeht. Na, da muss man auch mal an die Nutte denken, verdammt nochmal. Das ist geschäftsschädigend, ja? Vor allem, was denkt die Nutte? Ach, guck mal, ein Gewerkschaftsausflug, zack, hinterher oder was? Ich weiß es nicht. Immer nur noch Sex, 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 Sex und das ab der 5. Klasse an. Ich sage Ihnen eins, seit letztem Jahr hat das Wort Schwänzen eine ganz andere Bedeutung. Ne, und dann diese Sauferei, dann saufen die auch noch alle, ne? Was, die saufen? Ich habe meinen Neffen gefragt, sag mal, warum sauft die eigentlich alle? Ne? Sagte er, wir saufen nicht, wir eskalieren. Und das nimmt Auswüchse an. Ne? Ich komme ja aus Bonn, da haben wir immer diesen Straßenkarneval. Da haben sie dieses Jahr im Karneval haben sie einen 15-Jährigen aus dem Rinnstein gezogen, der hatte 5 Promille im Blut. 5 Promille! Ich habe mich gefragt, wo hat er dabei sein Blut geparkt, um auf den Wert zu kommen? Sag mal, was musst du in dich hineinschütten, damit du so eine Zahl schaffst? Das ist schon fast eine Leistung. Muss auch mal als Mutti sagen, Mensch, toll. Die haben auch tolle Vorbilder. In Köln gab es einen Busfahrer, ja? Der hatte 2,8 Promille. Der ist immer noch mit seinem Büsschen durch die Gegend gefahren. Der hat Leute durch die Gegend gekachelt. Die mussten im Sitzen verhören, weil der immer umgefallen ist. Da frage ich mich, wie geht so einer morgens bei Dienstantritt zu seinem Bus? Wie sieht das aus? Wie kommt er da an? Kommt er dann da so an? Ja, geht noch. Ab wann sagt so ein Mensch, oh, jetzt ist aber was viel. Weißt du, wo hat der sein Bier auf No Return? Das würde mich mehr interessieren. Aber das Beste war Berlin, hier unsere aller Metropole. Das war wirklich toll. Da lag eine Gebärende auf dem OP-Tisch, die hatte 2,7 Promille. Das Kind, was unten rauskam, hatte schon 0,3 Promille. Ich sage Ihnen eins, das Kind schreit nicht, das bestellt. Diese Sauferei, ich weiß nicht, von wem sie es haben. Das ist wahrscheinlich aus dem Internet downgeloadet oder von Amerikanern, man weiß es ja nicht. Ich bin jetzt auch seit 14 Monaten Vater einer kleinen Tochter und ich kann keine Nacht mehr durchschlafen. Ich habe nur noch Angst. Es dauert doch höchstens 2-3 Jahre, da wird die auf ihrer ersten Flatrate-Saufparty gewesen sein, oder? Nur noch Angst. Wobei, da hatte ich jetzt eine Idee. Die ist ein bisschen unorthodox, aber vielleicht kommen Sie mit auf die Reise. Und zwar, ich bin für die Verfettung von Kindern. Meiner Meinung nach sollte jedes Kind so 20, 30, 40, 50 Kilo Übergewicht haben. Ja?
wenn Sie zu Hause ein Kind haben, immer schön Schnitzel machen, gerne mit Käse überbacken. Hauen Sie ruhig zwei Spiegeleier noch oben drauf. Ne? Haben Sie immer einen Kinderriegel dabei. Wenn er nicht aufpasst, zack rein mit der Schoki. Machen Sie sich kleine Michelin-Männchen für daheim. Das ist mein Aufruf. Hat aber auch einen Sinn. Ich habe überlegt, wissen Sie, mit so einem BMI von einem Mastschwein, da schaffen die doch die 40 Tequila im Stehen. Verstehen Sie? Da können Sie als Eltern beruhigt ins Bett gehen, weil Sie wissen, das packt der, das packt der. Ja? Der bringt den Wirt noch nach Hause, dann ist der da. Ja? Oder seien Sie, nee, warten Sie, ich habe noch einen. Seien Sie egoistisch. Ja, wenn Sie das nicht überzeugt, seien Sie egoistisch, denken Sie nur an sich. Stellen Sie sich einfach mal so einen 13-jährigen Amokläufer mit 180 Kilo vor. Der kommt nicht weit, da haben Sie noch eine Chance. Ja? Wenn der morgens die Tür aufmacht, die Pumpgun nimmt, nach 5 Metern steht der wieder. Bleib da mal stehen! Ich kann nicht mehr! Oh, dann hab ich mir leichter vorgestellt. Boah! Ach, guck mal, ein Gummibärchen. Wirklich, nicht immer nur Fett verteufeln. Fett kann Leben retten. Fett ist eine Chance. Fröhliche Weihnachten. Sebastian Puffpaff.